Guess who's back? It's me, Unicorn. Und heute mache ich die Mütze von Ashley von Until Dawn. Hallo! Ich habe Babyslava und Pauslava. Genau, wir haben ein paar Babylamas bei Minecraft. Und ich habe schon angefangen, weil ich es erstmal nur testen wollte und ich finde, es läuft ganz gut. Und ja, ich habe hier aus der Magenta und Weiß habe ich diese Farbe hier gemischt, dieses Rosa. Und dann brauchen wir noch ein paar dünne schwarze Streifen. Ich glaube, es sind 3 in der Summe, vielleicht auch 4, weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, ja, die Grundfarbe der Mütze sollte so ein Rot-Weinrot sein. Jo. Ich habe das ein bisschen mit Tesa abgeklebt, dass es nicht Schäps wird. Ist mir leider nicht so gelungen, ist trotzdem Schäps. Aber das fällt dann beim Tragen normalerweise nicht mehr auf. Und jetzt ziehe ich die Tesa-Streifen ab und dort, wo die Tesa-Streifen sich befinden, mache ich jetzt einen dünnen schwarzen Streifen im Kreis herum. Ich hab auch was. Jo. Jetzt müssen wir das abziehen. Ich habe... Genau, das ist wie beim beim Wendestreichen. So. Oimol. Jetzt ein bisschen Sauerei. Kurz. So, jetzt ist es fertig. Falls man das sieht. Das stellen wir jetzt auf die Seite, das muss jetzt trocknen. Also man sieht schon, die Ähnlichkeit ist da. Also, dann sind wir damit mal fertig. Diese Mütze, wer das nachmachen will, die habe ich beim Taco gefunden und hat 5 Euro gekostet. Habe ich noch die Fingerlinge gefunden, in meinem Lieblingsladen, beim Kick, für 1 Euro. Das passt farblich wunderbar, so wie es sein soll. Dann, sie trägt ja noch so einen Longsleeve drunter. Auch ebenfalls in diesem Weinrot. Das habe ich auch beim Kick gefunden für 2,99 €. Also auch völlig in Ordnung vom Preis. Und passt farblich nicht ganz so gut, aber das ist ja eh ohne Pulli. Und den Hoodie, das war der Knaller, den habe ich in der Kinderabteilung gefunden für die Jungs. Für 7 Euro. Und das ist halt echt Größe von 8- bis 10-Jährigen. Hä? Und ich passe halt rein. Größe 134, 140 und ich passe rein. An dem Hoodie müssen wir noch ein bisschen was machen. Also, wir nehmen die Weiß hier. Einen frischen Pinsel und mal den Reißverschluss Weiß an. Den Reißverschluss test, ob der nach dem Färben noch aufgeht. Et voilà, funktioniert wunderbar. Aber Leute, guckt mal, wie das abbröselt. Das bröselt ein bisschen ab. Also es kann höchstens sein, dass irgendwann mal keine Farbe mehr dran ist. So, ich habe jetzt den Pulli mal angezogen. So sieht er momentan aus. Ist gut. Und ich habe jetzt, weil wir brauchen hier oben ja noch weiße Bändel, da habe ich von der Einkaufstüte die Bändel jetzt entfernt.
Und die werde ich dann hier in den Hoodie dran machen. Und dann haben wir auch die Bände. So, ich bin's nochmal frisch geduscht und jetzt haben wir hier auch ein bisschen Ruhe. Jetzt ist nämlich abends und wir haben es, glaube ich, so 10 herum. Auch mal wieder. Und ich werde mich jetzt nochmal an die Ashley machen, an das Ashley-Cosplay, sodass ich dann eben morgen ist nämlich Mittwoch, ein paar Fotos vorbereiten kann. Und ja, dann am Donnerstag euch, bevor ich dann streame, Bilder posten kann. Genau, also Vorbereitung ist alles. Ich musste eine kleine Reparatur machen. Das ist nämlich, ja, das Shirt, das Longsleeve, das ich unter dem Hoodie trage, das hatte ein riesen Loch. Ich zeig's euch mal. Von da, von hier bis darunter. Jetzt zeige ich euch, wie ich den Hoodie vollends fertig mache. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich diese Bändel hier von einer Tragetasche abgemacht habe. Diese Bändel werde ich jetzt hier in den Hoodie hinmachen, weil der Hoodie von der Ashley hat auf jeden Fall noch weiße Bändel. Ich orientiere mich an diesen Nähten, falls man diese hier sieht. Wir haben hier jeweils eine Naht. Also hier und hier. Also das ist dann mittig sozusagen. Und hier würde ich dann ansetzen, die zu kleben. Ich klebe das jetzt kurz hin, filme das aber nicht mit, weil das ist langweilig und zeige euch einfach danach das Resultat. So, es ist dran geklebt worden. Hier so lange ist der Bändel. Hier beginnt er, hängt dann quasi bis über die Brust. Und ich habe es dann hier jetzt komplett über den Hoodie hinten im Nacken rüber geklebt. Und das war das Ashley Cosplay von Until Dawn. Und was wollte ich sagen? Genau, ich habe die Beanie gemacht, ich habe den Hoodie jetzt gemacht. Ich meine, da kommt noch ein bisschen Blut und ein bisschen Dreck drauf. Das mache ich aber wieder mit dem Lidschatten. Das finde ich nämlich ziemlich originell und ja, nicht so krass, wie wenn ich es jetzt mit Acrylrot anmalen würde, weil das geht wirklich dann halt nie wieder raus. Und wird dann halt auch ein bisschen unkomfortabel beim Tragen. Was ich euch übrigens auch noch erzählen wollte, ist, vorhin dachte ich noch, ich habe voll die Scheiße gebaut mit der Beanie. Denn als das dann eingetrocknet war, die Farbe, wollte ich die aufsetzen. Und dann kam mir das vor wie so ein Zwergenhut, weil ich habe die einfach durch das, dass die Farbe getrocknet ist, nicht über meinen Kopf gebracht. Und dann stand die so ab. Ja? Also ich habe die einfach nicht drüber gebracht. Und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, jetzt muss ich sie einfach drüber ziehen. Und dann hat es halt so ein bisschen geknackt und so getan. Und die Farbe hat es ein bisschen auseinander gedehnt. Und dann hat es jetzt gepasst, Gott sei Dank. Heißt also, wenn ihr jetzt die Beanie auch machen wollt und macht dieselbe Erfahrung wie ich, dann dehnt die einfach über euren Kopf drüber. Das packt die schon und dann ist das völlig in Ordnung. Da zerbröselt es ein bisschen die Farbe, die bröselt ein bisschen ab und dann passt sie euch auch. Auch den Hut oder die Beanie nicht zu eng kaufen, auf jeden Fall großzügig einkaufen. Von der Größe her lieber ein bisschen größer. Für den Fall, dass sie sich nicht so dehnen lässt. Ja, ihr könnt die natürlich auch mit einer ganz anderen Technik machen. Ihr könnt natürlich irgendwie auch einen farblichen Stoff annähen, aber da würde ich dann empfehlen, das auf einer Puppe zu machen, die euren Kopf im Umfang hat, weil sonst kann ja auch durch diesen Stoffstreifen, der vielleicht ein anderer Stoff ist und nicht so dehnbar, kann es auch sein, dass es dann wirklich nicht mehr über euren Kopf geht. Das wäre blöd. Am allerbesten wäre es natürlich, wenn ihr häkeln könntet, dann könntet ihr euch den Originalhut häkeln. Aber ich kann ja nicht häkeln. Und ja, und bis ich das jemand häkeln lasse, vergehen viele, viele Monate. Und deswegen habe ich mich einfach zu wieder dieser Selfmade-Variante entschieden, einfach die Basis zu kaufen und den Rest drauf zu zeichnen mit Acryl. Und ich hoffe, dass euch diese Variante gefallen hat. Ich hoffe, dass euch mein ganzes Outfit gefallen wird. Und ansonsten sehen wir uns wieder auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitch beim Stream. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und don't forget, be unique. Mua.